Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Ja, die letzte Folge war ja eine ganz besondere Folge gegen Piräus dort. Und ich sage euch aber ganz ehrlich, ich will mir vom Spiel meine Serie nicht kaputt machen, denn eigentlich macht mir diese FIFA-Serie so viel Spaß momentan. Wir sind natürlich ein bisschen in der Krise, das weiß ich. Wir können dann nämlich auch nochmal kurz in die Tabellensituation schauen. Aber ich will einfach nur so viel sagen, das Spiel hat seine Fehler. Manchmal raged man da durch, ich bin dann auch manchmal ein bisschen sehr emotional und ihr habt ja auch gesehen, wie ich das Video dann zusammengeschnitten habe. Einfach mal 4 Minuten gezeigt, warum FIFA 21 aus meiner Sicht scheiße ist. Aufgrund seiner Fehler manchmal. Aber nun gut, das ist die aktuelle Tabellensituation. Wir haben jetzt gleich 2 Serie A-Spiele vor uns und gucken dann, wie sich's ändert. Ich hoffe natürlich zum Positiven, denn wir müssen in den nächsten beiden Spielen auf jeden Fall 2 Siege rausholen. Gegen Hellas und gegen Napoli. Ich würde sagen, gehen wir direkt rein ins erste Game. Wir gehen jetzt hier rein in die Aufstellung bei Milan. Donnarumma am Tor, dann Bastoni, Koulibaly und Militao bilden die Dreierkette. Im Mittelfeld dann Hernandez, Semedo auf Außen, Benassa und Kessié bilden unser Zentrum, Zaniolo hier im zentral-offensiven Mittelfeld und ganz vorne Rebic und Belotti im 3-4-1-2-System. Hellas Verona spielt wie folgt mit Silvestri im Tor, auch 3-4-2-1-System, ähnliches System wie wir. Zanka, Benkovic und Günther in der Dreierkette, dann Rüegg, Diosse, Roski und Falk in Vierer-Mittelfeld, Pedersen und De Jong spielen etwas hinter Mandi Quest hier. Ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg für uns, aber wir schauen mal, wie das Ganze hier ausgehen wird gegen Hellas. Ich hoffe nur, dass wir hier mal ein positives Ergebnis einfahren können nach der letzten anderen Folge. Mandi Quest auf Pedersen, jetzt spielt hier Hellas ganz gut. Mandi Quest, Koulibaly nicht dazwischen so wirklich, jetzt De Jong. Diosse. Oh, schöner Pass und De Jong macht den Ball rein. 1-0 Hellas Verona mit ihrer ersten Chance. Ah, es fängt auf jeden Fall wieder ein bisschen bitter an. Er trinkt hier sein Teechen oder sein Espresso, je nachdem, wie man es jetzt definieren will. Sie spielen es gut. Gute Ballstaffette und dann hat De Jong hier die Chance und er zieht den auch einfach direkt ab. Eiskalt gewesen hier. Der Luke De Jong macht sein 3. Serie A-Tor. Hellas geht hier in Führung. Wie Milan geht die Krise erstmal weiter. Belotti mit einem guten Pass hier auf Ante Rebic. Rebic mit der riesigen Chance und nutzt das auch. Sehr schön. Rebic mit dem Treffer. Macht hier das 1-1 für Milan. Und das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Denn wir können es uns nicht erlauben, hier auch gegen Hellas irgendwie zu verlieren oder nur einen Punkt zu holen. Wir müssen das Spiel hier eigentlich komplett drehen. Es war ein guter Pass und Rebic stand eiskalt. Silvestri mit keiner Chance. Der Kroate hier Ante Rebic mit dem 6. Serie A-Tor ist unser Top-Torschütze bisher in dieser Saison. 1-1 gegen Hellas. Und jetzt hier Hellas Verona mit mehreren Ballstaffetten. De Jong. Luke De Jong spielt den Ball hier auf Pedersen. Jusse. Jetzt hier schöner Pass und De Jong macht den rein. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon ein bisschen krass, wie gut sie einfach kombinieren, Hellas, ne? Ich weiß noch nicht, ob das so gut programmiert ist, wenn ich ganz ehrlich bin, dass solche Teams immer solche Ballstaffetten spielen. Aber nun gut, sei es drum. Perfekt den Raum gefunden und auch ausgenutzt. De Jong ist dann eiskalt vor Donnarumma, macht den nächsten Treffer rein. Macht hier seinen Doppelpack, 4 Tore dann eben. Hellas wieder in Führung, Milan erstmal weiterhin in der Krise, muss man sagen. Oh, schöner Doppelpass von Hellas. Das war gut gemacht. De Jong jetzt hier im Laufduell. De Jong. Bastoni kommt da nicht wirklich in den Zweikampf. Aber Koulibaly auch nicht. Und jetzt gibt es Elfmeter. Ja, Mann. Ja, gut. Wir gucken uns das mal an. Es ist bitter. Es läuft einfach nicht mehr mit Milan. Es läuft einfach nicht mehr. Dieses Mal ist es ein berechtigter Elfmeter. War Kontakt da. Diesmal kann man nichts sagen. Pedersen gegen Donnarumma. Und der ist gegen die Latte. Wichtig, dass der nicht reingeht, sonst wäre das Spiel hier vielleicht entschieden. Diosse jetzt hier. Mandi Quest, Diosse. Jetzt kombinieren sie wieder. Diosse, Schuss, das gibt's nicht. Das ist doch unglaublich. Ey, das Spiel. Mann, Mann, Mann. Ja, Nils Pedersen mit dem Treffer doch 3-1. Der Wahnsinn. Das ist immer noch Hellas Verona, das will ich nur noch mal betonen, ne? Nils Pedersen, der Deutsche, mit seinem 2. Serie A-Tor. 3-1 Hellas, wir gehen schon wieder baden. Frank-Yannick Kessié's Ball kommt auch nicht an. Oh, Petersen Pass. Oh, Donnarumma, was. Ach, Mann.
Hellas schießt uns komplett ab. Ich weiß nicht, ne, seitdem sie so viel gepatcht haben, Leute, ich will es auch nicht nur darauf schieben. Entweder ich kann einfach überhaupt kein FIFA mehr zocken. Also anscheinend habe ich es verlernt in den letzten 2 Wochen. Aber seit den Patches fühlt sich das Spiel einfach nicht gut an. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel fühlt sich nicht mehr gut an. Es ist echt wieder kaputt gepatcht worden, meiner Meinung nach. Naja, De Jong hier mit dem Hattrick, 5. Serie A-Tor. Milan geht baden, 4-1 Hellas. Gefühlt jeder Schuss ein Treffer bei denen. Semedo hier auf Thuram. Nelson Semedo mit der Flanke. Oh, Rebic kam da irgendwie ran und hat das Tor hier jetzt gemacht. Das war aber eher so ein Zufallsprodukt, muss man ehrlich sagen, dass wir hier tatsächlich noch das zweite gemacht haben. Ich glaube nicht nochmal an einem Comeback. Hier sehen wir es nochmal. Semedo mit der Flanke. Ja, der Hellas-Spieler hat da irgendwie komplett gefailt. Dadurch kam Rebic komplett frei im 5-Meter-Raum vor dem Keeper zum Abschluss. Dann macht er den natürlich, Ante Rebic hier. Der Einzige, der sich nochmal richtig gegen aufbäumt. 7. Serie A-Tor. Aber wir brauchen jetzt nochmal 2 weitere Dinger, um das hier nicht, ja, wieder mal zu verlieren. Das Spiel ist damit vorbei. Hellas gewinnt 4-2 in Milan. Gehen wir direkt rein ins nächste Game gegen Napoli, wo wir unbedingt mal langsam wieder punkten müssen. Sonst ist diese Saison nach und nach nicht mehr zu retten. Ich glaube, jetzt schon wird eine Champions-League-Teilnahme kaum möglich sein. Und jetzt hier Onas mit der Flanke und... Ich sag euch ehrlich, ne? Am liebsten würde ich gerade einfach sagen, zum Endergebnis, Spiel beenden, dieses Spiel einfach von der Festplatte löschen und einfach sagen, ich spiele diese Scheiße nie wieder. Aber wir gucken jetzt mal, ob ich den Elfmeter halte oder nicht, aber ich sag euch ehrlich, das sind so Fehler, die mich gerade dazu bringen, wirklich zu sagen, dass ich einfach diese Serie abbreche, weil das macht keinen Spaß mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Ja. Tabellarisch sieht es inzwischen so traurig aus, dass wir sogar Vorletzter sind. Aber da EA zu geizig ist, irgendwie Serie B-Lizenzen zu holen und sie lieber 45 Millionen in David Beckham seinen Arsch stecken, um dann 3 Jahre lang Foodkarten mit ihnen herstellen zu können, gibt es ja eh keine Serie B. Dementsprechend würde es nicht mal das Szenario des Abstiegs geben. Und ja, Leute, ich bin gerade echt wieder abgefuckt. Ich versuche einfach nicht beleidigend wieder zu werden, weil eigentlich will ich das in meinen Videos nicht, dass ich so viel beleidige. Ich sag euch aber ganz ehrlich, ich muss mir echt mal Gedanken machen, ob ich die Serie hier noch fortführen soll oder nicht. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Denn diese Bugs nerven und es macht doch keinen Spaß. Es ist allgemein so, dass ihr seht ja die Torbilanz 22-32. Es ist kein Fußballfeeling mehr. Es ist gar kein Fußballfeeling mehr. Die haben das Spiel kaputt gemacht. Ich melde mich ab. Ciao, ciao.